Achtung, Achtung! Bitte zurücktreten! Nicht rauchen! Explosionsgefahr! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dr. Camp Video. Der ein oder andere mag jetzt sagen, endlich, und das stimmt natürlich auch, das letzte Video, das ich veröffentlicht habe, datiert vom Januar 2020. Zu den Gründen werde ich vielleicht nochmal an anderer Stelle ein ausführliches Video machen. Natürlich, der eine große Grund ist die Corona-Krise, die viele Reiseblogger, alle Reiseblogger, weltweit beschäftigt hat. Natürlich konnte man nicht reisen und demzufolge konnte man auch nicht wirklich irgendwas filmen. Und als man dann so langsam wieder los konnte, da wollte ich erstmal gucken, wie das Reisen sich so anlässt, ohne die Kamera die ganze Zeit in der Hand zu haben. Aber jetzt ist es soweit, es geht wieder los. Warum vorher kein weiteres Video gekommen ist, wie gesagt, dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr. Es sei so viel verraten, es sind hier private Gründe zu nennen, die dazu geführt haben, dass sich Dinge verändert haben. In diesem Video nehme ich euch aber wieder mit und es geht in die Niederlande. Zusammen mit den Kids war ich ein langes Wochenende zu Pfingsten unterwegs in Südholland am Brouwersdam. Und warum dieses Stückchen Südholland mittlerweile zu einem echten Lieblingsort geworden ist, warum wir dort Leute getroffen haben, die wir treffen wollten und andere, wo es gar nicht geplant war, was wir erlebt haben und wie wir übernachtet haben, das alles seht ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne weiter an. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir, dass es jetzt wieder losgeht mit dem Reisen und den Videos. Ihr könnt hier auf dem Kanal viele schöne Reisevideos im Laufe des Jahres erwarten. Natürlich auch viel zum Thema Westfalia, viel zum Thema Business Camping, aber jetzt geht es erstmal nach Südholland. Ganz viel Spaß, bis dahin, euer Dr. Camp. Ja, ihr Lieben, und wer ins gelobte Land will, also sprich zum Brouwersdam, der muss dann, auch wenn er eine gute Fahrt hatte, zum Schluss doch ein kleines bisschen sich das verdienen, indem er sich anstellt. Aber es sind nur noch 8 Kilometer. Angekommen am Brouwersdam. Wir sind die Ersten. Ist noch keiner da um 11:30. Niemand. So, ja. Wie leer. Dann gucken wir mal, ob wir zufällig die Mary Gold, das Wohnmobil unserer Stranddeko-Freunde, sehen. Also Kinder, Augen auf nach Mary Gold. So, wir sind an unserer Lieblingsbucht, die wir letzte Woche zu einer solchen erklärt haben. Und die Stranddekos haben wir noch nicht getroffen, aber wir haben sachdienliche Hinweise bekommen, wo wir sie finden können, von jemandem, den wir jetzt hier heute noch gar nicht unbedingt erwartet hatten, die wir aber letzte Woche schon getroffen haben. Ihr ahnt es vielleicht, nein oder nicht, weil letzte Woche gab es kein Video, aber guck mal da, Logo. Das sind die Bianca und der Frank, oder Frank, wie ich ihn gerne nenne, mein Barista, der sich schon wieder angeboten hat, mir einen Kaffee zu machen, weil ich hatte noch keinen heute Morgen, weil wir so früh los sind. Total super. Dafür vielen Dank. Ich zeige sie euch dann auch gleich mal, aber ich lasse sie erstmal in der Sonne sitzen. Und wir gucken mal, wie es heute weitergeht. Und ich zeige euch mal diese wunderbare Bucht. Die Sonne scheint ja wie ein Traum. Ist auch gar nicht so windig heute. Insofern perfekt. Henny? Henny? Was? Guten Morgen. Du hast eine Abdruckampe da. Guten Morgen. Was? Hallo. Da ist die Bianca. Guten Morgen, Bianca. Guten Morgen. Gut.
So ihr Lieben, wir haben jetzt gerade unseren Standort gewechselt und sind jetzt mal gerade hier am Grevelingsmeer beim Bus. Hier sieht man irgendwo da hinten, zeige ich euch gleich, wo es ganz tollen Kibbeling gibt, toller Imbiss. Und haben auf der Fahrt hierhin entdeckt, beziehungsweise eigentlich haben es Bianca und Frank entdeckt, dass der Lars von Paddeln macht Spaß auch hier rumfährt. Das ist ja fast ein Klassentreffen. Also fahren wir jetzt nochmal hin und gucken mal, wo der Lars ist. Bis gleich. So, sehr zu empfehlen hier. Tatzpatat. Und weiter geht's. So, das Auto haben wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch der Lars. Der wird wahrscheinlich am Wasser sein. Ja, guck, wo wir standen. Drei Autos sind. Vier Autos. Wo wir standen. Die kennt das schon, ne? Die Kinder rennen aus dem Bild raus. Die junge Dame, werde Corona war der Name, ne? Nein. Nein, Anja. Ach so, guck mal. Anja, das ist ja auch ein schöner Name. Ich hab doch gesagt. Oder hast du das nicht? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich habe nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe dich hier am Strand gefunden. Aha, ja. Er sprach nur von irgendwie Frau. So, also jetzt haben wir tatsächlich den Lars getroffen. Also es ist ja Klassentreffen hier am Brauersdamm, glaube ich. Im Ruhrgebiet ist keiner mehr, sind alle hier. Und im Rheinland sowieso nicht, die sind alle schon lange hier, weil die haben es nicht so weit. So, also Lars vom Paddeln macht Spaß, Auto habt ihr schon gesehen. Insofern einmal winken, Lars. So, Anja darf es auch winken. So, bis kommst du ins Fernsehen, ne? Kennst das ja schon. Also, so, Dankeschön. Und der Rest der Bagage freut sich, dass sie alle mit hier sein dürfen. Ihr dürft auch alle winken. So, Wind! So ihr Lieben, ja, das war doch ein total nettes Zusammentreffen. Lars, und jetzt habe ich auch mal seine Frau kennengelernt, die kannte ich ja noch gar nicht von den Veranstaltungen. Und jetzt geht's weiter, jetzt wollen wir doch mal gucken, wo wir Strandeko finden. Und wir nehmen euch mit am Brauersdamm entlang zur anderen Seite, zur Surf-Ecke, Surfschule. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, weil wir haben jede Menge Spaß. Wir haben sie gefunden, das war gar nicht so schwer. Ich wusste ja ungefähr, wo ich hin musste. So, das fröhliche Klassentreffen geht weiter. Weißt du, andere kommen dürft, hier raus. Ja, wenn ich das mal hätte, ne? Mein Kühlschrank ist so klein. So, hier ist das neue Gefährtchen, die Marigold. Habt ihr vielleicht schon gesehen, da hinten ist Wasser und der Bo war ja schon im Wasser. So, wir sagen erstmal Hallo. So, wir bauen jetzt mal hier windgeschützt auf, weil der Wind hat nämlich jetzt am späten Nachmittag hin aufgefrischt, was gut ist für die Surfer, nicht so gut für die Griller, deshalb bauen wir jetzt mal hier unser Lager auf. Hui. Schön mit Abstand. Mit Abstand, genau. Jeder mindestens 2 Meter um sich rum oder so. Keine Empfehlung. So. Das ist schön warm, der Boot. Die Kinder müssen sich noch daran gewöhnen, dass der Papa wieder filmt. Dann laufen sie auch nicht im Bild rum. So, und dann geht's gleich los hier. Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Wir haben eingecheckt, völlig automatisch und kontaktlos
auf dem Campingplatz De Kleppersee, der ja auch schon letzte Woche unsere Basis war, wo ich noch nicht gefilmt habe. Wir stehen hier am Grönstock. Das ist der Wohnmobilplatz hier mit den Womos in der Reihe. Das ist völlig okay, weil wir nur nachts hier sind eigentlich und tagsüber ja irgendwie unterwegs am Damm. Kostet 109 Euro inklusive Strom und Fähr- und Entsorgung für 3 Nächte. Also nicht günstig, aber viel günstiger geht es hier nicht. So, das ist mal der Blick. Die Stranddekos stehen da vorne, Nummer 3, wir sind Nummer 10. Und jetzt ist schon irgendwie spät geworden. Die Kinder fahren ein bisschen Fahrrad. Genau, Handy düst los und wir packen mal hier uns aus und sortieren mal unser Bett für die Kleine. Ja, 5 Minuten später ist die Kuschelhöhle fertig im Fahrerhaus. Das ist im Prinzip ein maßgeschneidertes Brett, was über die Vordersitze geht, mit einer Kaltschaummatratzenauflage und dann eben halt natürlich das Kuschelthema oben drauf. Ich zeige euch morgen nochmal, wie das aussieht, nur das Brett und das System an sich. Jedenfalls kann man da sehr, sehr gut schlafen, wenn man so ungefähr 8 Jahre alt ist oder kleiner natürlich. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, an diesem Pfingstsonntag. Wir haben alle geschlafen. Ja, erste Nacht ist meist noch ein kleines bisschen unruhig, wobei bei Handy war es ganz ruhig. Bei Herr Gourmet glaube ich nicht ganz so unruhig. Der Helge hatte einen kleinen Niesanfall zwischendurch, das passiert dann schon mal. So, ich zeige euch nochmal eben das Bettsystem jetzt ohne Bettzeug, was ich euch gestern, also vorher im Video versprochen habe. Und dann haben wir noch nicht gefrühstückt, sondern uns nur fertig gemacht. Wir haben auch ein bisschen länger geschlafen. Und jetzt geht es mal direkt los zum Wasser. Denn die Kinder erwartet heute einen Schnupperkurs im Windsurfen. Das könnte sehr spannend werden und bestimmt sehr cool werden. Und deshalb haben wir jetzt vor, relativ schnell zum Wasser zu kommen, dort in Ruhe zu frühstücken und dann entsprechend weiterzumachen mit dem Tag. So, wir nehmen euch mit und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, die Sonne steht genau drauf, deshalb ist jetzt gerade nicht so ganz so toll von der Belichtung her, aber ich denke mal, ihr könnt es erkennen. Also wie ich gesagt habe, hier ist ein maßgeschneidertes Brett, was die Konturen des Fahrerhauses genau aufnimmt. Kaltschaummatratze drauf und das ist 1,70 Meter lang ungefähr, 70 cm breit, also funktioniert für Kinder, je nachdem wie sie natürlich groß sind. Ich würde sagen, so vielleicht bis 10 Jahre oder sowas, das müsste man dann mal testen. Unsere Handy ist relativ lang für ihr Alter, die ist 8 und da funktioniert es auf jeden Fall noch ganz gut. So, jetzt aber los. Ja, das war unser Frühstücksspot gerade hier am Grevelinger Meer. Hier ist jetzt auch die Bucht und die Surfschule und da werden die Kinder gleich um 12:30 starten. Ich gebe euch einen kurzen Blick und dann geht es gleich weiter. So, die Kids haben ihren Surfkurs gestartet. Es geht mit der Einweisung los. Ich hoffe, sie haben ganz viel Spaß.
So, hier der offizielle Surfzwerg Henny. Du hast toll gekämpft und du bist toll gefahren. Hast du den Spaß gemacht auch? Ja, super viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Na cool, super cool. Und das war jetzt nicht gekauft. Das war ernst gemeint. Ja. Sehr gut. So, und vom großen Surfer Helge auch ein Statement. Wie war's? Geil. Spaß gemacht? Willst du es auch nochmal machen? Papa? Ja? Kann ich ein Surfboard haben? Nein! Also ihr Lieben, ich verstehe tatsächlich nicht, warum nicht jeder ein Wohnmobil hat oder einen Kastenwagen oder sowas oder einen Wohnwagen, weil es ist einfach so dermaßen unverschämt praktisch, im Gegensatz zu den Autocampern hier, Autoleuten, weil wir stehen jetzt hier mit Blick auf die Bucht, wo die Kinder gerade gesurft haben. Ich habe jetzt gerade gekocht und bin noch dabei und wir essen, das ist alles irgendwie nur mega. So, hier gibt es zum Beispiel jetzt Steak von gestern Abend vom Grill, ein Tortilla mit Käse überbacken, mega, oder? Mm. So, und wenn ich mal von meinem Herd jetzt hier langsam wegen des Lichtes hochschwenke, dann zeige ich euch meinen Küchenausblick. Direkt hier, gleich nach dem hellen Weg, kommt nämlich die Bucht und wir gucken hier aufs Wasser mit den Surfern. Also das kann man dann schon aushalten, ne? Ja, ihr Lieben, wir haben es uns jetzt nochmal hier gemütlich gemacht, an der Schweizer Bucht, so nennt man die wohl, unsere Bucht, die wir schon letzte Woche entdeckt haben und zum Lieblingsort erklärt haben, mit der Stranddeko und mit vier Reifen ein Klo, mit den lieben Kollegen von gestern noch, sitzen hier, klönen ein bisschen, trinken ein Bierchen und gucken uns mal den Sonnenuntergang vielleicht gleich noch an, der soll ja hier ganz schön sein. Und irgendwas essen müssen wir dann auch noch, aber ich hatte vorhin nach dem Surfen für die Kinder erstmal was gemacht, die sind also erstmal noch ganz zufrieden. So genießen wir den Pfingstsonntag und wir sehen uns dann später. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, an diesem Pfingstmontag. Wir haben ein bisschen geschlumpft, es ist irgendwie schon 10 Uhr, aber das macht ja auch nichts. Wir haben es heute gar nicht eilig. Wir frühstücken jetzt erstmal ganz in Ruhe mit lecker Brötchen vom Rezeptionsbäckergebäude sozusagen. Und danach habe ich zwei Wünsche gehört, einmal Krebse angeln und einmal an den Strand mit den Fahrrädern und baden. Ich glaube, wir werden das beides schaffen, aber in umgekehrter Reihenfolge. Insofern nehmen wir euch wieder mit zu diesem wunderbaren Tag, so wie es aussieht, hier in Südholland, genau, in Outdoor. Ja, ich habe die Markise mal rausgemacht, es ist doch sehr sonnig und ein bisschen Schatten und draußen frühstücken will man ja auch. Insofern, das ist so das Setup für heute und dann geht es gleich weiter. Bis später. So, den ersten Wunsch erfüllen wir jetzt. Henny, was war dein Wunsch, Henny? An den Strand gehen und baden. Und zwar an den, den man am nächsten erreichen kann mit dem Fahrrad vom Campingplatz, ungefähr 5 Minuten. Ne? Ja. So, der ist da über die Düne, gehen wir mal gucken. So, wir sind doch noch mal 2 Häuschen weitergefahren, weil hier gibt es nämlich irgendwie Verpflegung, Gastronomie und Toiletten. Das war uns dann irgendwie ein bisschen angenehmer, aber ein bisschen länger bleiben wollen. Insofern jetzt an Nummer 5 und das zeigen wir euch natürlich auch. Ihr seht es, wir haben mal wieder den Standort gewechselt. Folgendes ist passiert. Am Strand sind wir wirklich, also die Kinder sogar einmal kurz ganz ins Wasser und ich mit den Füßen. Es war richtig, richtig kalt. Dazu einigermaßen windig, insofern nicht so ganz das Wohlfühl-Rumsitz-Wetter, weil wir einfach nicht eine Strandmuschel dabei hatten. Deshalb sind wir nach einer Weile wieder zurück zu den Fahrrädern, haben noch mal kurz an einem Ferienpark geguckt, wo ein kleiner Supermarkt auf hatte, haben uns was zum Mittag geholt. Und sind dann wieder zum Auto geradelt, haben das Auto geschnappt und sind jetzt hier wieder am Surfrevier. Und auf dieser Landzunge, das müsst ihr euch mal angucken, gegenüber vom Brauersdamm Surfshop. Das ist sehr schön hier, auch ein Lieblingsplatz. Und hier kann man ganz toll Krabben angeln. Und das macht der Helge gerade, der ist schon los. Und die Henny und ich, wir haben uns ein bisschen sortiert und gehen jetzt auch mal gucken. Ich zeige euch hier mal ein paar Eindrücke und dann sehen wir uns einfach später wieder. Bis denn.
Ja, und wir haben uns dann auch entschlossen, hier direkt am Wasser dann das Abendessen zu gestalten. Es ist jetzt so 5:30, da geht es jetzt mal los. Es gibt heute mal Tortellini, frische Tortellini mit Tomatensoße und Salat. Also ein eher einfaches, aber etwas gesünderes Essen als das, was wir schon mal die Tage hatten. Aber das gehört zu Holland ja irgendwie auch dazu. Und ich zeige euch noch mal kurz den Blick von meiner Kochstation, weil es ist einfach geil hier. So, hier seht ihr die Kombüse. Das Wasser kocht hoffentlich gleich. Und dann schwenke ich jetzt mal hier hoch. Da sieht man nämlich einen VW T3 California, Joker. Und da, zack, direkt vor unserem Auto Wiese und das Wasser. Ja, ne? Man hat schon schlechter gekocht und gegessen und gesessen. So, zum Abschluss dieses wunderbaren Tages mit Strand, mit Krebse angeln, mit Surfer beobachten, mit verschlucken. Alles gut? Okay. Gibt es nochmal hier im Coffee-Cup hier, aber nicht mit Coffee, sondern mit Fla. So, das ist der Abschluss eines wirklich sehr schönen Tages. Und ich denke mal, wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen, ihr Lieben. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag und für uns der Abreisetag. Wir haben heute Morgen am Campingplatz alles relativ schnell und früh zusammengepackt. Relativ früh. Sind dann zum Supermarkt gefahren, wo wir gestern schon mal waren, haben Brötchen gekauft und haben dann hier schon am Wasser gefrühstückt. Sind wieder in der Surferbucht. Der Helge möchte so gerne nochmal Krebse angeln, bevor es dann heimwärts geht. Das sei ihm natürlich gegönnt. Hier haben wir erst gefrühstückt und jetzt, wie gesagt, angelt der Helge noch ein bisschen und die Henny und ich sind chillen ein bisschen und sind ein bisschen spazieren gegangen. Ganz anderes Bild als heute, als gestern. Heute nämlich keine Surfer praktisch auf dem Wasser, nur ein paar SUPler, weil natürlich kein Feiertag und auch kaum Wind. Deshalb sieht es heute hier ein bisschen anders aus, aber dafür fahren viele Leute die Markise aus und lassen sich's gut gehen. Ich zeige euch dann gleich nochmal ein paar letzte Eindrücke hier vom Brauersdamm und der Bucht. Und dann war es das wahrscheinlich schon fast für das Video, aber noch sind wir nicht am Ende. Bis gleich. Das war unser Pfingst-Video. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video. In Zukunft wird es die wieder regelmäßig geben. Das kann ich euch, glaube ich, versprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es dem so war. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wenn ihr Fragen habt, postet sie einfach in die Kommentare. Ganz liebe Grüße von eurem Team Dr. Camp.